Dank den vielen Leuten ist es an dem kalten März oben trotzdem warm im Zelt. Da wird diskutiert, gegessen und getrunken und alle warten ungeduldig auf das grosse Ereignis. Kind sind fleissig am Basteln. Ja, was soll das geben? Ist das der Mond? Mit viel Eifer und Fantasie sind die jungen Bastler an ihren Kunstwerk. Stolz werden die verschiedenen Sonnen präsentiert. Aber auch von aussen kann man sich verpflegen. Etwas Warmes für den Magen oder einen heissen Kaffee tut einem bei dem kalten Wetter gut. Punkt Viertel ab 8 werden die Lampen gelöscht und alle sind gespannt auf die einmalige Attraktion. Alle 3 Jahre ist in Önsingen der Ausnahmezustand. Zur Sonnenwende 4 bekämpfen sich 2 rivalisierende Gruppen, der Vogelherd-Club gegen den Ravelle-Club mit Feuerwerk. Am Jura-Südfuss wird das grösste Feuerwerkspektakel der Schweiz gezündet.
Rund 11 Tonnen Explosionsmasse wird in die Luft gejagt. Zur Sonnenwendfeier bekämpfen sich die beiden Gruppen mit Raketen, Feuerwerksbatterien und Spezialeffekten. Jeder Club will schönere und grössere Spektakel bieten. Darum ist die Vorbereitung für den grossen Oben streng geheim. Abschussrohr werden in Stellung gebracht. Die grössten Raketen haben einen Durchmesser von 40 cm und steigen bis 500 m hoch.
Rund 30 Leute pro Verein sind während der Woche mit dem Aufbau der Abschussanlage beschäftigt gewesen. Am Fest oben werden zusätzlich noch 800 freiwillige Helfer gebraucht. Über 52'000 Besucher verfolgen das spektakuläre Feuerwerk, das eine Stunde dauert. Notabene das grösste der Schweiz.
Am ursprünglichen keltischen Brauch sind dazumal die sogenannten Fasnachtsfeuer gezündet worden. Die Önsinger Sonnenwendfeier gibt es seit dem Ende des Ersten Weltkriegs.
Die Sonnenwende-Feier findet eigentlich erst am 21. Juni und am 21. und 22. Dezember statt, am Tag und Nacht gleiche.